Ihr was, Leute? Ich hab grad beschlossen, dass Mega Man 4 so richtig schöne Schwänze lutschen soll. So richtig schön. Und dann auch noch in den Anus gerammt kommen soll. Ich kann kotzen mit diesem scheiß Fake-Spiel. Mega Man 4 sackt richtig Balls. Wenn ich jetzt gerade schreien könnte, würde ich das auch. Die lieben Nachbarn allerdings sind alles ältere Leute, die alles über 15 Dezibel wahrnehmen. Mega Man 4 sackt. Ich werde es noch durchspielen. Ich werde es in dieser Nacht noch durchspielen. Jetzt 2.42 Uhr. Ich werde es noch durchspielen. Aber nicht jetzt. Es ist mir scheißegal. Auch euch ist es scheißegal, weil das ja eh in Parts auf YouTube hochgeladen wird. Und die Parts ja eh so ein bis zwei höchstens am Tag kommen. Aber trotzdem möchte ich euch nur sagen, dass Mega Man 4 so richtig irgendjemand in den Anus gerammt bekommen werden soll. Und dann von der anderen Seite auch und dann richtig schön mit Durchfall überströmt werden soll, dieses verfickte Scheißspiel. Vielen Dank. So, ihr habt meinen Ragequit vorhin gehört. Ich werde es jetzt noch durchspielen. Ich habe nicht mehr lange Zeit, und zwar bei Pharaoh Man ist das Spiel irgendwie abgestürzt, weil ich die Turbo-Taste belegen wollte. Tja. Und ich habe auch keinen sonstigen Bock irgendwie, jetzt da irgendwie groß mehr was zu machen, deswegen machen wir den so. Ja, weil ich habe sowieso keine Zeit eigentlich. Naja, deswegen, ja, gut. Wechseln wir zu Ring und ab jetzt benutze ich bei jeder Kleinigkeit einen E-Tank eigentlich. Weil, oh Gott, ja, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe echt keine Zeit mehr, tut mir leid. Ich muss das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Blops. So, das war ja auch ziemlich, naja, wohl. Naja, gut. Wechseln wir kurz zum Megabuster. So. Ja, Mega Man 4 sackt. Das ist jetzt offiziell. Mein Gott. Weil ich mich mal ein bisschen aufgeregt habe über das Spiel. Jetzt habe ich mich abgeregt, aber naja. E-Tank Drill. Okay. Ich mache hier ein Safe State, weil ich keinen Bock habe, alles nochmal zu machen. Ja. Blab, blab. Blab, blab. Blab, blab. Blab, blab. Blab, blab. Blab, blab. Naja, toll. Jetzt darf ich nochmal einen E-Tank benutzen. Ich sag schon wieder, warum sage ich eigentlich E-Tank? Das ist ein Energietank. Ach, egal. Hauptsache, ich habe das Spiel durch. Danke. Oh, na gut, wir machen es nochmal. Weil ich möchte euch was zeigen. Noch was, was wieder so ein toller Glitch ist. Bombs. Bombs. Ach Gott. Bombs. So. Erstens mal mache ich hier ein Safe State, dann werde ich meine Energie auffüllen. Und dann haben wir kein Toadman mehr. Moment, das ging doch irgendwie. Ach, scheiße, ich habe keine Energie mehr für Toadman. Das ist natürlich doof. Ah. Hä, das ging doch. Moment. Ja, toll. Moment. Ha. Moment, ich muss das schauen. Nee, okay, man konnte, wenn man den Rainflash einsetzt, kann man Wily töten, aber das Spiel nicht beenden. Das ist interessant, ne? Also Wily wieder abhaut, töten. So, wir kriegen hier gar nichts, das ist toll und nett vom Spiel. Mir ist scheißegal. Ich möchte, oh, Raupen. 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 Okay, Wily. Ach, das ist, ach so. Ach Gott. Aber die Musik ist cool. So. Ihm auszuweichen ist aber nicht einfach. Und man sieht ihn halt nur für eine kurze Zeit. Ja, jetzt zum Beispiel. Ja, sehr gut. Ja, toll, wie ich das mache. Ach Gott, nee.
Ja. Und nochmal. Okay. Nochmal Pharao. Ach, und da ich keinen Bock habe wegen der Waffe, weil das die mir ausgeht. Nochmal. Ah. Kein Problem. Ah, da komme ich nicht ran. Hauptsache, es ist jetzt bald besiegt. Bald zu Ende das Spiel. Weil ich habe keinen Bock mehr. Danke. Fuhr dich, Wily. Jetzt kommt das beste Ending überhaupt. Dalalala. Oh mein Gott und tschüss. Danger, weg. Wily fliegt weg in seiner Kapsel. Es macht bum bum bum. Das Schloss ist kaputt. Und die Endings. Die Credits, meine ich. Planer Bamboo. Okay, Mega Man 4. Ich muss ganz kurz mein Fazit abgeben. Ich habe leider keine Zeit mehr. Es tut mir leid. Enough King. Die Robot Masters sind ein bisschen unoriginell. Die Musik ist ganz gut. Die Grafik an sich hat sich verdammt verbessert. Also Mega Man 3 und 4 sind die grafisch besten Teile, die ich bis jetzt gespielt habe von Mega Man. Wegen Hintergrund. Mir geht es vor allem dann um den Hintergrund, um die kleinen Details auch. Die Waffen sind saugeil, also mit denen kann man wirklich alles Mögliche machen und sich das Spiel auch vereinfachen. Was ich auch überhaupt nicht schlecht finde. Der Mega Buster, der neue, ist, naja, geht in Ordnung. Die Schwierigkeit ist so lala. Es gibt schwere Stellen, es gibt zu leichte Stellen. Und es gibt halt auch Stellen, wo ihr denkst, was haben die sich dabei gedacht? Ich meine, das mit dem Crash-Drill-Bomb-Dingens ist total beknackt. Weil in Mega Man 2 ist es wenigstens so, wenn du keinen Bubble Lad mehr hast, dann lässt du dich halt von Dr. Wily töten. Bis du Game Over wirst und dann musst du halt das mit den Tropfen nochmal machen. Aber du kannst eigentlich nur rennen und rennen, das ist scheißegal. Sound Composer ist wieder der gute Bun Bun. Und Oya Lin, keine Ahnung, wer das ist. Das Blöde ist halt, da, wenn du Game Over bist, gehst, musst du die ganzen Robot Masters nochmal machen. Und die Robot Masters sind ohne Energietank, muss ich sagen, sehr schwer. Und ich wusste schon, warum ich mir die aufgehoben habe. Ohne Energietank ist auch die Wily Machine ziemlich schwer. Aber ich habe am Ende die Energietanks overused. Immerhin hatte ich ja Rock und Roll und Rush. Yay. Okay, das sieht cool aus. Number 25, Brightman von Yoshitaka irgendwas. Brightman ist ein Arsch. Gegen ihn zu kämpfen ist ein Arsch. Seine Waffe ist cool. Toadman, Number 29. Toadman selbst ist piss einfach und seine Waffe ist geil. Number 27, Drillman, seine Waffe ist... Ja, sie geht. Sie ist stark. Das muss man sagen. Aber ansonsten mag ich die Drillbombs nicht so. Pharao Man, seine Waffe ist, ja, ich mag sie jetzt nicht so besonders. Man kann sie halt aufladen und in verschiedene Richtungen werfen. Number 28, Ringman. Ringman ist ein Arsch, gegen ihn zu kämpfen. Seine Waffe ist aber sau cool, wie ich finde. Dustman suckt. Er suckt Balls. Und seine Waffe ist auch nicht so toll. Diveman, ja, seine Waffe ist ganz cool, aber er selbst ist so ein... Naja, er ist ein U-Boot, hallo? Was soll man dazu schon sagen? Total originell. Skullman ist sau cool. Seine Waffe kann auch nützlich sein, haben wir gesehen. Ne? Und dann jetzt stellen Special Thanks. Oh mein Gott. Ja, ich mag die Musik eigentlich, aber ich habe keine Zeit mehr. Das sind die Special Thanks. Bla bla na 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 na. Gleich muss doch vorbei sein. Presented by Eddie C-A-P-C-O-M. Das ist schön. Kein Thank you for playing mal wieder. Das ist der Ending Screen. Mehr gibt's nicht zu sehen. Das war's mit Let's Play Mega Man 4. Ich hab's in einer Nacht durchgespielt in ein paar Stunden, zwei Stunden. Nein, drei Stunden vielleicht, ich weiß nicht. Und bin einmal sehr ausgeflippt. Ich hab gewusst, dass es mich noch zum Ausflippen bringt, echt. Gut, das war's mit Mega Man 4. Keine Ahnung, wann es hochgeladen wird. Wir haben im Moment noch Mitte Mai. Also es kann sein, dass es vielleicht in 2-3 Monaten hochgeladen wird, von meiner Sicht aus. Und ja. Das war's mit Let's Play Mega Man 4, habe ich schon gesagt, ne? Euer Tostitscha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr schreiben, wie das Spiel ihr findet. Der Jay, seine Meinung weiß ich ja. Bei 8er Feige 88, bin mir nicht sicher, da hat er glaube ich auch was geschrieben. Und wie ihr das Let's Play fandet, aber ich fand's langweilig, glaube ich. Das war's, euer Tossi, ciao!